Hallo meine Lieben, heute mache ich euch eine Zucchini-Avocado-Cremesuppe. Dafür braucht ihr 3 kleine Zucchinis, eine Kartoffel, die wird klein geraspelt zum Andicken, eine Avocado, eine Zwiebel, Knoblauch, Kochsahne, Brühe und dann Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker zum Abschmecken. Die Zwiebel mit der Knoblauchzehe, die wird gleich in Öl angebraten. Die Zucchini, die schneide ich in kleine Würfel. Die Kartoffel wird gerieben und die Avocado, die werde ich zerquetschen. Die kommt ganz zum Schluss drauf. Die braucht nämlich nicht mitgekocht werden. Ich Dussel habe natürlich mal wieder was vergessen. Wir brauchen natürlich noch 2 Esslöffel Zitronensaft. Das macht ihr jetzt mit allen 3 Zucchinis, alles in kleine Würfel schneiden. Jetzt ist es alles schön glasig. Jetzt gebe ich die Zucchini-Würfel hinzu. Und dünste das Ganze auch schön an. Dann kommt die Kartoffel auch mit hinzu. So. Alles schön andünsten lassen. Nachdem das jetzt alles schön mit angebraten ist, lösche ich das Ganze jetzt mit der Brühe ab. Dann würze ich schon mal mit Salz und Pfeffer. Und eine Prise Zucker. Das Ganze lasse ich jetzt ungefähr für eine halbe Stunde schön vor sich herköcheln. Jetzt gebe ich in die pürierten Zucchinis die Kochsahne hinzu
So ungefähr. Und die pürierte Avocado. Die kommt jetzt erst dazu. Dann wird das alles schön durchgerührt. Seht ihr, wie schön cremig mein Süppchen schon geworden ist. Da können wir noch einen kleinen Schuss von der Kochsahne hinzugeben. So. Jetzt müsst ihr natürlich die Suppe noch nach eurem Geschmack abschmecken. Ein bisschen Salz oder ein bisschen Pfeffer mehr. Jetzt stelle ich den Topf noch einmal auf den Herd. Lass das einmal kurz aufkochen. Und dann zeige ich euch die schöne Zucchini-Avocado-Cremesuppe auf dem Teller angerichtet.